Wie konnte der böse Todesser und Voldemort-Anhänger Igor Karkaroff eigentlich Schulleiter einer Schule werden und vor allem von Durmstrang? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute sprechen wir darüber, wie Igor Karkaroff nicht nur eine Stelle als Lehrer, sondern auch als Schulleiter einer der besten Zauberschulen in Europa, dem Durmstrang-Institut, bekommen hat. Diese Frage bleibt relativ unbeantwortet in der Saga. Karkaroff, ein fieser Kerl und Todesser, täuschte absolut niemanden darüber hinweg, dass er den Todessern abgeschworen hatte. Er war berüchtigt für seinen öffentlichen Verrat an vielen von ihnen, was dazu führte, dass er im Austausch für seine Freilassung aus den Reihen der Todesser Informationen preisgab. Er war also quasi ein V-Mann und ein Verräter, der seine Todesser-Kollegen, auch wenn es die Todesser waren, verriet, um freizukommen. Alle Todesser, einschließlich derjenigen, die sich in irgendeiner Weise in Voldemorts Namen engagierten, wurden zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt. Das war die normale Strafe. Es sei denn, die angeklagten Todesser konnten dem Ministerium Informationen liefern, die zur Ergreifung weiterer Todesser beitrugen und so ihre Strafe milderten oder sogar aufgehoben wurde. Naja, der gute alte Igor entschied sich für einen dieser Wege. Aber wie konnte Igor danach trotzdem noch Schulleiter werden? Er war ein Todesser, der gefangen genommen wurde und vor Gericht gestellt wurde. Für Verbrechen wie das Foltern von Muggeln und Muggelgeborenen sowie für seine Verratshandlungen. Normalerweise würde man erwarten, dass solch eine Person nicht in Betracht gezogen würde, eine so prestigeträchtige Position zu übernehmen. Nicht mal nur die Position zu übernehmen, sondern sich überhaupt in so einer Schule aufhalten zu dürfen. Doch Karkaroffs Wendung kam, als er das Ministerium infiltriert hatte und so Informationen über andere Todesser preisgab, einschließlich Augustus Rookwood. Dadurch lenkte Karkaroff die Aufmerksamkeit des Gerichtes auf sich und wurde trotz seiner Verbrechen nach Azkaban zurückgeschickt, wo er den Dementoren ausgeliefert wurde. Das Entscheidende war jedoch, dass Karkaroff nach seiner Freilassung in Europa sein Leben wieder aufbauen konnte und eine Stelle als Lehrer am Durmstrang-Institut annahm. Ob er sich durch Erfahrung hochgearbeitet hat oder ihm die Position ohne weiteres gegeben wurde als Schulleiter, ist nicht ganz klar. Zwischen seiner Entlassung und seinem Auftritt beim Trimagischen Turnier im vierten Teil von Harry Potter 1994 lagen ganze 13 Jahre. Es wird vermutet, dass er zunächst als Lehrer für dunkle Künste tätig war, bevor er zum Schulleiter befördert wurde, aber das ist auch nicht ganz klar, aber wäre reasonable irgendwie. Nicht jeder betrachtete Todesser sowie die britische Regierung in einem negativen Licht. Es gab Menschen, die sie nicht so negativ betrachteten. Viele in Europa sahen Voldemorts Ziele als mutig an, insbesondere jene, die gegen Muggel und Muggelgeborene eingestellt waren. Durmstrang selbst hatte einen Ruf für seine dunklen und strengen Praktiken, was einen ehemaligen Todesser als Schulleiter für viele nicht als problematisch erschienen ließ. Der Schule gefiel Karkaroffs Unterstützung für eine anti-Muggelgeborene Agenda, die im Einklang mit der Ausrichtung der Schule stand. Diese Umstände machen es verständlich, warum Durmstrang Karkaroff akzeptierte und sogar von seiner Anwesenheit profitierte, trotz seines dunklen Rufs. Der tatsächliche Bericht über die Schule lautet wie folgt: Vater erwog tatsächlich, mich lieber nach Durmstrang als nach Hogwarts zu schicken. Du weißt ja, er kennt den Schulleiter. Diese Aussage stammt von Draco Malfoy. Verstehst du? Du kennst seine Meinung über Dumbledore. Der Mann ist ein Schlammblutliebhaber und Durmstrang nimmt solch ein Gesindel nicht auf. Aber Mutter gefiel es nicht, dass ich so weit weg zur Schule gehen würde. Durmstrang geht viel vernünftiger mit den dunklen Künsten um als Hogwarts. Die Schüler am Durmstrang-Institut lernen tatsächlich die dunklen Künste und nicht nur Verteidigungszauber dagegen. Je nachdem, wie stark die Schule in dunklen Künsten eingedrungen war, könnte es auch als Vorteil angesehen werden, einen ehemaligen Todesser in seinem Kollegium oder als Schulleiter zu haben. Und ich glaube, deswegen wurde Karkaroff auch da so gern gehabt. Es wäre jedoch weit hergeholt anzunehmen, dass Durmstrang nicht wusste, dass Karkaroff ein Ex-Todesser war. Seine Aktivitäten als Todesser waren öffentlich bekannt und die Nachricht von seiner bedingten Entlassung wurde nicht unbedingt verheimlicht. Das bedeutet nicht, dass seine Ernennung ohne Proteste ablief. Viele Eltern zogen ihre Kinder von der Schule ab, als sie von Igor Karkaroffs neuer Position erfuhren. Sie ließen sie gar nicht mehr zur Schule gehen, weil sie ihn so schlecht fanden. Trotz des schlechten Rufs der Schule hatten viele Schüler und ihre Eltern eine bewundernswerte Moral. Selbst als Schulleiter war Karkaroff übertrieben streng und schuf unter seiner Leitung eine Atmosphäre der Angst und Einschüchterung in Durmstrang.
Es gab auch Gerüchte, dass sowohl er als auch Lucius Malfoy eine Art bösartigen Einfluss auf die ehemalige Schulleitung hatten. Möglicherweise wurde sogar der Imperiusfluch eingesetzt, um Karkaroff den Posten als Schulleiter zu sichern. So überraschend wäre das jetzt auch nicht gewesen. Seine Ernennung war von einer gewissen Korruption überschattet, wie man es von Lucius Malfoy schon kennt. Lucius brauchte nicht zu arbeiten. Er war reicher, als man sich in seinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Dennoch schaffte er es, sich einen hohen Posten im Ministerium zu erkämpfen und saß sogar im Vorstand der Hogwarts-Schule. Und das alles kam natürlich nicht zustande, weil er so ein lieber Zeitgenosse war. Das kam zustande, weil er viel Macht, Einfluss und auch Reichtum hatte. Und natürlich nicht zu vergessen, ein Anhänger von Voldemort war und die dunklen Künste beherrschte. Lucius schaffte es sogar, Dumbledore während der Kammer des Schreckens aus seinem Amt zu entfernen. Es scheint also, dass die gesamte magische Gemeinschaft, egal in welchem Bereich, ziemlich korrumpiert ist. Karkaroff wusste auch, dass er sicher sein würde, solange Dumbledore in seiner Nähe war, da er immer noch Angst vor Lord Voldemort hatte, da er ja die Todesser verraten hatte, um freizukommen. Er wusste, dass er gejagt und sicher getötet werden würde, sollte der dunkle Lord jemals zurückkehren. Er wusste natürlich auch, dass es mehrere Todesser gab, die immer noch sehr wütend über seinen Verrat waren. Er war definitiv auf deren Radar. Er zeigte sein wahres Gesicht und seinen Wunsch nach Selbsterhaltung, als er in Hogwarts das Brennen von Voldemorts Ruf auf seinem linken Arm spürte. Dennoch war er trotzdem auch stolz darauf, die Verantwortung für die Integrität von Durmstrang zu tragen. Am Ende musste Karkaroff in die Wälder von Albanien fliehen, wurde aber von den Todessern aufgespürt und trotzdem getötet. Bittere Nummer. Was denkst du, wie Igor Karkaroff den Schulleiterposten bekommen hat? Denkst du, er hat mit seinem Einfluss gespielt? Oder denkst du, er hat mit Lucius Malfoy die Schulleitung verzaubert, die ehemalige natürlich? Oder denkst du vielmehr, dass er einfach von der Schule geliebt wurde, weil die Schule sowieso böse war und sich, naja, einen bösen Schulleiter gewünscht hat? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bei Fragen oder Anmerkungen schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.